Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich dir 5 Tipps gebe, wie du bessere Fotos von Autos machen kannst. Okay, warum gibt der Porträtfotograf jetzt Tipps dazu, wie man Autos fotografiert? Passt eigentlich nicht ganz so, aber ich habe schon öfters Autos fotografiert und auch wenn ich es nicht als meine Leidenschaft bezeichnen möchte, habe ich doch einige Dinge für euch, die ihr in dem Moment beachten könnt, um ein klein bisschen mehr aus den Fotos rauszuholen. Zuerst mal fangen wir an mit der eigentlichen Perspektive. Natürlich gelten in der Fotografie von Autos die gleichen Regeln, wie wir sie von der Porträtfotografie, von der allgemeinen Fotografie kennen. Also achtet auf saubere Hintergründe, achtet auf die richtige Perspektive, achtet auf einen gewissen Bildschnitt. Das gehört alles mit dazu, doch bei Autos nochmal ein klein bisschen anders, als es bei anderen Fotos ist. Zuerst einmal, in welchem Winkel sollten wir ein Auto fotografieren? Ich habe den Fehler am Anfang schon gemacht und habe mal, als ich mein erstes Auto hatte, ein Foto geschickt und es war ein Golf. Und keiner hatte die Ahnung, dass es eigentlich ein Golf-Kombi war. Er war eigentlich viel länger, weil ich habe ein Foto von vorne geschickt. Von vorne sehen die alle gleich aus. Deswegen, es ist okay, wenn man Fotos genau von vorne fotografiert, doch das sollte natürlich nicht das einzige Bild sein. Es gibt hier so ein paar Winkel, so ein paar Perspektiven, die sehr gut funktionieren. Zum Beispiel, wenn man das Auto so positioniert, dass die Front 2/3 und die Seite 1/3 einnimmt. So ungefähr, nicht 100%, aber ein klein bisschen mehr von der Seite zeigen, um Dimensionen mit reinzubringen. Das kann man natürlich noch weitermachen. Die Seite 2/3, die Front 1/3. So kann man ein bisschen spielen, ob das jetzt links oder rechts rum ist. Könnt ihr in dem Moment entscheiden. Könnt natürlich auch umdrehen, auch von hinten diese Fotos machen. Doch nur von vorne, davon würde ich in dem Moment abraten. Eher von der Seite. Wenn wir nur ein Foto machen können, zeigt auch die Seite von dem Auto gerne auch komplett von hinten, komplett von der Seite. Das sind so die Positionen, zu denen ich in dem Moment raten würde. Von vorne sieht es natürlich immer besser aus als von hinten, aber wenn man Zeit hat, kann man ruhig mal alle Winkel durchgehen, was in dem Moment eben am besten zu dem eigentlichen Auto passt. Ein kleiner Bonustipp an der Stelle, drehe mal die Räder zur Kamera oder versucht es so weit wie möglich zur Kamera zu drehen, dass die Felge eben genau auf einer Ebene mit der Kamera ist. Das wirkt nochmal ein klein bisschen besser, als wenn man sie einfach nur gerade stehen lässt. Nur aufpassen, nicht zu weit. Ich habe auch schon gemerkt, dass wenn man das Lenkrad dann volle Kanne bis zum Anschlag drehen müsste, um das zu erreichen, dass es öfters mal eigenartig aussieht, gerade bei Sportwagen. Der nächste Tipp sollte theoretisch selbstverständlich sein. Autos auch waschen, doch es kommt natürlich auch mal vor, dass man irgendwo hinfährt, wo man Dreck aufwirbelt. Das ist vollkommen normal, je nachdem, welche Location man sich eben ausgesucht hat. Und hier sollte man darauf achten, dass man was dabei hat, um das in dem Moment auch wegwischen zu können, falls es notwendig ist. Ich war mit meinem Bruder unterwegs. Mein Bruder ist ja so ein klein bisschen enthusiastisch, was das angeht. Mich hätte es in dem Moment nicht gestört. Ihn hat es gestört. Von daher passt es. Im Übrigen ist auch ein ganz toller Tipp, wenn man keine Kennzeichen mit drauf haben möchte, kann man die Schilder auch einfach runternehmen, beziehungsweise auch die Halterungen abmontieren. Das haben wir in dem Moment auch gemacht. Solange man auf einem Privatweg ist, stört das in dem Moment keinen, ist es in dem Moment auch nicht relevant. Sieht deutlich besser aus und man muss es in Photoshop nicht komplett wegretuschieren oder komplett zensieren. Kleiner Tipp am Rande im Übrigen, wenn ihr fremde Autos fotografiert, müsst ihr es nicht zensieren, weil rein persönlichkeitsrechtlich lässt sich von einem Nummernschild nicht auf eine Person schließen. Von daher ist es rechtlich in Ordnung, auch Autos mit Nummernschildern zu zeigen. Gut, wir machen weiter. Nächster Tipp. Denn nicht nur das Auto sollte sauber sein, sondern auch die Umgebung. Ihr solltet euch eine Location raussuchen, die zu dem Auto passt und die auch nicht zu sehr von dem eigentlichen Wagen ablenkt. Denn ihr werdet es bestimmt gemerkt haben, das Auto ist jetzt sauber, dann spiegelt der Lack natürlich auch stark. Und man kann so ein klein bisschen dagegen entgegenwirken, das ist der nächste Tipp. Aber man sollte auch darauf achten, dass die Umgebung nicht zu sehr von dem Auto ablenkt. Jetzt kann man auf der einen Seite hergehen und nach Frankreich fahren, wie wir es schon mal gemacht haben, hat richtig geniale Bilder gegeben, tolle Fotos gegeben und die Spiegelung kann auch helfen, den Fahrer in dem Moment unkenntlich zu machen, wenn man das möchte. Aber man sollte doch schon ein Ass im Ärmel haben und auch eine Location passend zu dem Auto raussuchen, dass es nicht schlimm ist, wenn es spiegelt. Wenn ihr jetzt gar nichts anderes machen könnt, weil die Situation in dem Moment nicht mehr hergibt, könnt ihr auch mit einem Polfilter arbeiten. Ein Polfilter richtig eingesetzt sorgt dafür, dass die Spiegelung zwar nicht komplett verschwindet, aber dass es schon mal weniger wird, was ein sehr großer Vorteil ist und das Bild schon mal ein bisschen professioneller aussehen lässt.
Gut, vier Tipps haben wir hinter uns. Jetzt kommt Tipp Nummer 5. Und Tipp Nummer 5 ist, dass wir das Auto natürlich nicht nur von außen fotografieren, sondern auch von innen. Jetzt gibt es hier diese typischen Ultra-Weitwinkelaufnahmen, bei denen man quasi alles sieht, was in dem Auto drin ist. Auch mein Notebook, was zum Beispiel im Fußraum liegt. Das, ja, würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Geht wirklich mal her, spielt ein klein bisschen mit dem Vordergrund, fotografiert mal durch die Tür durch, fotografiert mal am Spiegel entlang und nehmt wirklich die Details aus dem Fahrzeug auf. Autos haben so viel schöne Details, auf das Interieur wird so viel Wert gelegt, gerade bei teureren Autos, und man sollte das auch würdigen. Spielt gerne mit Unschärfe. Das ist das, was ich am Anfang zwar nicht empfehlen würde, wenn man das Auto von außen fotografiert und weitwinkligere Aufnahmen nimmt, da würde ich vielleicht weniger Unschärfe nehmen, aber in dem Moment, wo es um Details geht, sowohl von außen als auch von innen, geht wirklich auf Unschärfe, zeigt wirklich nicht alles, nehmt auch was in den Vordergrund mit rein und zeigt wirklich, wie schön Autos sein können. Also, das waren jetzt 5 Tipps, wie ihr bessere Fotos von euren Autos machen könnt oder von Autos von anderen Leuten. Das ist ja in dem Moment nicht beschränkt. Ihr müsst nicht zu einer ultra krassen Location fahren, wie ich das gemacht habe. Es reicht auch einfach in den Wald zu fahren oder irgendwo in die Stadt zu fahren. Schauen, dass der Hintergrund in dem Moment sauber ist. Ruhig mit der Perspektive spielen, ruhig auch mal andere Winkel aufnehmen. Nicht immer nur von vorne oder von der Seite. Das kann langweilig wirken. Man kann hier ruhig noch einen draufsetzen. Geht her, sorgt dafür, dass das Auto sauber ist und dass ihr nichts Eigenartiges habt, was euch in dem Moment im Lack spiegelt. Beispielsweise ihr selbst, muss man ein klein bisschen drauf achten. Ich habe noch viel, viel mehr Tipps zum Thema Autofotografie und das wird in den nächsten Videos kommen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Serie geplant. Ich denke mal, es wird ein Dreiteiler, vielleicht auch ein Vierteiler, wenn ich die Bilder noch bearbeite, könnte man was draus machen. Auf jeden Fall wird es in Zukunft hier auch Videos über Autos geben, zumindest mal in dieser Serie. Nicht nächste Woche, aber es wird in nächster Zeit definitiv auch mehr Videos hierzu geben. Gut, habt ihr schon mal Autos fotografiert? Ist das ein Thema, was für euch interessant ist? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nehme jetzt noch ein paar Videos zu diesem Thema auf. Wenn ihr mehr zum Thema Fotografie lernen wollt, habe ich einen kostenlosen Fotografiekurs für euch, wo ihr die Fotografie, die Grundlagen der Fotografie relativ schnell und zackig lernen könnt, um auf alles vorbereitet zu sein, was in dem Moment als Fotograf entgegenkommen könnte, herausfordern könnte. Da werden die Grundlagen, die bei jedem auf jeden Fall sitzen sollten, direkt abgedeckt. Ihr erfahrt alles. Und wer da noch einen draufsetzen will, ich habe natürlich auch einen kompletten Fotografiekurs, mein beliebtester Kurs überhaupt, schon tausende Teilnehmer drin, wirklich Wahnsinn, was da bisher für ein Feedback kam. Schaut es auf jeden Fall an, ich habe es hier verlinkt oder auch unter dem Video verlinkt und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder.